Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RimWorld. Folge 11 ist am Start. Wir haben hier in der letzten Folge das Ancient Danger aufgemacht. Hier in den Kapseln, die wollten uns auch nicht. Es waren hier drei Käfer. Nils und Roadwayban haben geheiratet. Ein paar werden noch verarztet. Hier wird noch einer rekrutiert. Es wird noch aufgeräumt, Blut weggewischt. Wir arbeiten dran und mal sehen, was in dieser Folge passiert. Wir lecken mal unsere Wunden. So. Wenn das hier fertig ist, machen wir hier ein großes Lager aus, so für Essen. Dann kommt das hier, das kleine hier weg. Den Schlachtplatz machen wir dann hier irgendwo. Da draußen. Und vielleicht hier mal wirklich putzen. Was ist das für eine Waffe? Repetiergewehr. Das wäre, glaube ich, sogar besser als das. Wichtig wäre jetzt mal, wenn die hier Holz hacken würden. Ne? Aber okay, Essen ist da. Wir arbeiten hier an der Rekrutierung, dass wir einen Platz mehr haben in unserer Kolonie. Und einen Kolonisten mehr haben. Und der halt dann nur wirklich putzt, schleppt. Und das halt alles macht. Ne? Die Esel haben es überlebt. Einer leider nicht. Den haben wir schon verarbeitet als zur Wurst. Und ja. Nils ist wieder vollständig geheilt. Er ist unser Pflanzenkollege. So. Sehr gut. Machen wir hier ein Lager rein. Zone. Zone. Lagerzone. Und da erlauben wir alles in dieser Zone. Außer Nahrung. Das sind pflanzliche Rohstoffe, nee, das auch nicht. Aber sonst alles. Vielleicht Medizin auch nicht. Sonst können die alles hier rein. Die löschen wir. So, das macht hier das Dach rauf.
Genau, wenn alles rübergetragen, dann werden wir ein paar Lichter montieren. Strom verlegen. So. Mach das doch hier fertig. Mach die Bäume alle platt. Dann Jojo beim nächsten Mal das Dach fertig machen. Lichter werden wir hier gleich montieren. Was hat jetzt Nils für eine Fähigkeit? Nadelloch, na dann. Wurde ihm jetzt quasi etwas ins Gehirn eingepflanzt, dass er jetzt da quasi Spezialfähigkeiten hat. Und er bringt halt diese Fähigkeit, bringt halt nichts. Ich glaube, da werden wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht welche, was natürlich sind, und am Amina, am Baum meditieren. Und so. Kolonisten aufwerten, wenn ich den Baum finde irgendwo. Ah, hier unten, ein bisschen weit weg immer. So, im Gang hier sollten wir auch noch Licht machen. So, Licht wird hier auch im Gang gemacht. Ein paar Fallen werden wieder aufgebaut. Brauchen ja die eigentlich nur. Ist da jetzt Dach oben überall? Ach scheiße, das wollte ich nicht. Dach. Jo. Aufstehst. Okay. Mach, was du willst. Gut. Psychisches Brummen. Psychisches Brummen. Mach. Wie die Frauen in der Kolonie. Ja, reinigen, hätten wir gesagt. Reinigen nur in der Safe Zone. Weiter, Safe Zone. Genau.
Bringt mal die Kolonie wieder auf Vordermann. So, habe ich schon so gesagt? Ich denke mal ja. Aber wie lange braucht er noch fürs Rekrutieren? Noch 7,7 Widerstand. So, was haben wir hier noch? 280 Marmorblöcke. Ich glaube, ja. Weitermachen lassen, Sonnenfinsternis. Gut, dass wir die Batterie haben. Kann man mal richtig sehen, ob die Batterie, der Saft in der Batterie auch reicht. Und oh, ich denke mal, der Saft reicht. Was ist, wenn wir den Baum fällen? Ja, mal sehen. So, der Kolonie geht es einigermaßen wieder gut, alle erholt. Denke mal. Ich denke mal. Alles beim Alten hier. Es wurden schon Hosen hergestellt. Das ist sehr gut. So. Das Lager löschen wir auch. Nils, zieh dir. Und eine Hose. Nein. Dürre kommt auf uns zu, das heißt, hier wächst jetzt weniger. Das kann manchmal kurz sein, das kann manchmal auch sehr lange dauern. Kommt halt manchmal wirklich drauf an. Jetzt werden wir mal unsere Zimmer. Was haben wir für Böden? Kalkstein und Marmor. Kalkstein und Marmor. Kalkstein und Marmor. Bin ich gerade blöd? Sehe ich die nicht? Oh, vielleicht kann man die nicht kombinieren. Okay. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Da mit dem Quest würden wir zwar einen Kolonisten bekommen, aber die würden außerhalb auf der Karte. Hier irgendwo würde dann. Ein Giftgenerator sein, wo wir hin müssen, um ihn wegzumachen. Und ja, mit unseren Waffen, die wir da haben, sehe ich uns noch nicht reif genug. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen einen Zahn zulegen beim Forschen.
Aber mehr zu den Böden. Wir werden halt hier jetzt einfach halt solche Böden machen. Da wollen mal Kolonisten schlafen. So, und den Boden rein. Ist das Marmor? Die werden wir alle abreißen. Und werden welche aus Marmor herstellen. So, werden wir ein bisschen aufwerten hier alles. Die Betten hier werden wir jetzt als Krankenbetten machen. Hier gibt es wieder Sexy Love. So, wie weit noch? Ja, den sollten wir bald haben. Einer, der halt nur wirklich schleppt, putzt. So. Nails versucht ihn hier zu überzeugen. Ja, hier nachforscht. Langweilen sich. Da werden wir ein paar Tiere jagen. Hier eine Ratte. So, hier kommt die Hochzeit jetzt. Wo ist das Brautpaar? Ah, Hakuya ist der Pfarrer. Hier wird gerade geheiratet. So, Zeremonie erledigt. Es wird noch gequatscht. Und dann hoffentlich weitergearbeitet. Na, jetzt gehen sie mal schlafen. Eine lange Hochzeitszeremonie. Und hier. Sexy Time. So.
So, ja. Oh, Nils ist jetzt hat Inspiration zum Forschen. Hoffentlich hält die Türe nicht allzu lange an. Sonst müssen wir hier eine professorische Lampe hermachen. Okay, stopp, 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 stopp. Da kann man ja nicht bauen, weil da kann man die halbe Dings hier kann man nicht benutzen. Weil hier keine Erde ist. Wo bauen wir das jetzt hin? Am blödesten. Ah, das passt genau hierher. Ja, gut. Machen wir einfach. Vorkehrungen treffen, weil mal jetzt noch mal gucken, ob da jetzt überhaupt noch was wächst oder ob ich das einfach ernten soll. Mal sehen. Sonst muss ich das jetzt alles einfach abernten. Die Türe ist vorüber. Sehr gut, dann brauchen wir das hier auch nicht mehr bauen. Mal Glück im Unglück. Haben die auch nichts gepflanzt? Okay. Okay. Genau, der Neue, der soll halt dann pflanzen. Ich denke noch ein, zwei Anläufe, dann ist er unser. Menschenjagendes Rudel. Zwei Luchse. Lebturm. Tierzone. Da fehlt eine Tür.
An Eruption? Mikroelektronik erledigt. Jetzt machen wir ja gleich Multi-Analyzer weiter. Okay, was brauchen wir? Maschinenbau. Kann man auch noch nicht machen, oder doch? So, die restlichen Kommoden, die restliche Kommode wird gebaut. Brambos kommen zu uns rein. Ja. So, Strom ist wieder da. Ich denke mal, hier wäre gut, wenn wir auch hier eine Tür einbauen würden. So. Nee, wir zahlen kein Schutzgeld. So, Teddy ist unser neuer Rekrut. So, Tierpflege soll er machen, Tiere trainieren. Und hier halt alles. So, und das war's jetzt wieder für diese Folge. Hat mich sehr gefreut fürs Zusehen. Würde mich über ein Abo, ein Kommentar sehr, sehr freuen. Und sage hiermit Tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.